Eine Künstlerkarriere aktuell, so wie das manche andere meiner Kollegen gemacht haben, kann ich mir wenig vorstellen, wollte ich aber auch nie. Spraydosen verkaufen ändert meine Einstellung gegenüber dem Writen überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich bleibe ich. Ich muss mich nicht zwingend mit dem, was ich kann, verkaufen, sondern kann es als Leidenschaft behalten und es wird auch immer ein Bestandteil meines Lebens bleiben. '89, als so die erste Welle Graffiti so in Frankfurt ankam, ganze Nachbarschaft. Ich komme aus dem Ben-Gurion-Ring im Norden Frankfurts. Es war so ein Hochhaus-Projekt, ja, so mehr berüchtigt als berühmt oder beides. Und viele Leute in dem Gebiet dort waren irgendwie auf schweren Drogen, Heroin und so weiter. Und Graffiti war irgendwie so die Option. So im Alter von 14 bis 16, 17, 18 sind die meisten ja auch echt noch so, wer bin ich, was bin ich? Und rausgehen, nachts illegal verboten, Teil einer, sag ich mal, Bewegung zu der Zeit noch zu sein, die noch in Kinderschuhen steckt. Also ich sag mal, das war ja immer auch verbunden mit Hip-Hop irgendwie. Und Hip-Hop war so, wenn du Hip-Hop gehört hast, du warst halt so, ja, die Hip-Hop, das war kein Mainstream. Writer zu sein war nichts, wo alle sofort gesehen haben, ah, das ist ein Sprüher oder sowas. Du warst schon ein Außenseiter irgendwo auch. Solche Bücher waren der Stolz und das waren das, was man auf jeden Fall immer verstecken musste. Irgendwo in irgendwelchen Kellern bei irgendwelchen Leuten. Wenn man hier so mit Fock und Rev, der allererste, mit diesem Namen zumindest. Hier haben wir eine S-Bahn in der Morgensonne von 97 oder 96. Ja, die 90er waren auf jeden Fall die schönste Zeit hier in Frankfurt. Also für mich war es halt eine Zeit, die relativ unbeschwert noch war. Man ist jetzt beruflich noch nicht so gebunden. Ich hatte eine Menge Zeit auf jeden Fall. Die Yards waren voll mit noch den damaligen Steelies. Die Trains waren damals einfach sexier, definitiv. Ja. Und vor allem das Zeug ist gefahren. Du hattest mehrfach deinen Namen durch die Stadt fahren. Und manchmal war es so, wenn du im Yard warst, dass du irgendwie so, oh, Reihe 1, voll. Reihe 2, voll. Ja, du musst halt wirklich suchen, dass du eine freie Stelle hattest. Wir sind ja über die ganze Zeit, seitdem ich am Style feile, gibt es viele Leute, die mich beeinflusst haben oder geprägt haben, gerade in Frankfurt. Überhaupt auch durch die Aktionen, Partner Kism, Style-mäßig der Jive. Wo ich auch heute sage, das ist so eine Mischung heute aus diesem klassischen New York-Writing als auch anderen Einflüssen. Ich finde, Buchstaben müssen auf jeden Fall wie eine Waffe sein. Ist wie eine Comicfigur, die einen körperlichen Ausdruck hat. Kann dich treten, kann dich verletzen. Buchstaben müssen eigen sein und sie müssen eine Bewegung haben. Was mich auf jeden Fall auch sehr geprägt hat, ist die Tatsache, dass ich eigentlich nie so ein Konsum-Kid in dem Sinne war, sondern dass mir bei den Sachen, die mir Spaß gemacht haben, wo ich eine Leidenschaft für entwickelt habe, eigentlich immer ein Kreativ-Output wichtig war und etwas, was man am Ende erleben kann, fühlen kann, sehen kann, hören kann. Irgendwas, was kreativ ist. Lustigerweise fing das in einer ähnlichen Szene an, nicht wie in der Graffiti-Szene, sondern bei mir in den 80ern am Commodore C64. Jeder hatte damals einen Commodore 64. Jeder hat diese Games gespielt. Jeder wollte die neuen Spiele haben auf Diskette. Ja. Da gab es Kopierschütze. Wir haben die entfernt. Und man hat damals solche sogenannte Intros vor die Spiele gespannt mit den Namen der jeweiligen Gruppierung. Das hat jeder gesehen. So gesehen hat man da schon so dieses Name-Dropping. Man hat quasi einen illegalen Fame dafür bekommen, dass man ja, das eben gemacht hat. Und ich habe damals dort auch viel Musik gemacht, habe mir selber beigebracht, Noten einzutippern und habe dann dort auf so einem Tracker-Programm auf 3 Spuren quasi für Computerspiele Musik gemacht und bin darunter unter einem Pseudonym bekannt geworden. Ja, und dann später ist mir eigentlich aufgefallen, dass das echt ein großes Parallelding ist. Ja, nur dass so mit 16 hast du dann keinen Bock mehr, den ganzen Tag irgendwie zu Hause am Computer zu hängen. Man will raus. Und für mich war der Output draußen einfach ein anderer. Da war das die Musikmacherei, später auch wieder Musik durch Hip-Hop-Musikproduktion, wo du ja auch am Ende des Tages ein kreatives Produkt hast. Und das ist im Graffiti im Prinzip ein ähnliches Ding gewesen, dann nur halt, dass die Szene dort wirklich draußen stattfindet und nicht, dass man irgendwie zu Hause vorm Computer versauert.